und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Wir befinden uns wieder in Tamriel und wie versprochen sind wir auf der Karte, gen Osten gereist und befinden uns beim Tempel der trauernden Quellen. Ja, die gute Dame hinter mir, die ist mir gerade eben, wo ich mich positioniert habe, einfach entgegengelaufen. Fand ich nicht so nett, sondern etwas aufdringlich. Aber ich glaube, die hat eine Aufgabe für uns. Wir hören einfach mal rein. Bitte, ich brauche eure Hilfe. Das Leben meines Meisters ist in Gefahr. Was ist geschehen? Ich bin Teil einer Expedition vom Adlerstrand. Als wir den Tempel der trauernden Quellen erkundeten, haben sich die Toten erhoben. Die anderen sind geflohen. Aber mein Meister ist nicht herausgekommen. Aurelion hat mich gelehrt, wann man um Hilfe bitten sollte. Also tue ich das nun. Was soll ich tun? Zwei magische Schutzzauber versiegeln den Tempel. Einer ist mit dem Zeichen eines Skorpions versehen, der andere mit dem einer Spinne. Wenn ihr die Untoten fernhaltet, während ich die Schutzzauber breche, können wir gemeinsam nach Aurelion suchen. Wie wäre es damit? In Ordnung. Ich werde euch helfen, die Schutzzauber zu brechen. Ich bezweifle nicht, dass Aurelion auf sich aufpassen kann, aber wenn er da drin gefangen ist, dann müssen wir ihn rausholen. Warum wart ihr im Tempel? Mein Meister und ich hatten nach dem Schiffbruch wenig zu tun. Als die Einheimischen einen Tempel erwähnten, dessen Brunnen nie versiegen, haben wir sofort Nachforschungen angestellt. Eärnziel hat natürlich darauf bestanden, sie anzuführen. Wer ist Eärnziel? Ein Zeitgenosse meines Meisters. Eigentlich eher ein Rivale. Eärnziel fand im Tempel eine seltsame Reliquie, die man einen trauernden Stein nennt. Er hatte ihn kaum entfernt, da schlugen die Untoten auch schon zu. Ich glaube, er hat ihn zum Adlerstrand gebracht. Habt ihr etwas über den trauernden Stein erfahren? Aurelion dachte, man könnte damit das Wetter kontrollieren und vielleicht sogar einen weiteren Orkan verhindern. Eärnziel war natürlich anderer Meinung. Er bestand darauf, ihn am Adlerstrand weiter zu untersuchen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf und schauen mal, was es mit diesem Stein auf sich hat. Hier links im Zelt ist übrigens noch was zu lesen. Da ist auch gerade keiner da. Das nehmen wir mal eben schnell mit. Die durchsuchen wir auch mal eben schnell. So, dann nehmen wir uns noch kurz die Scherbe, die es hier gibt. Und ich werde noch mal kurz ein Stückchen Kuchen nehmen, weil ich nämlich nicht weiß, wie lange das Ganze dauert und ich das ansonsten wahrscheinlich vergesse. Ihr seid so kunstvoll gefertigt. Kehrt um. Ihr seid hier nicht willkommen. Was seid ihr? Ich bin, was auch immer ich sein möchte. Ich wechsle den Körper wie die Hochelfen ihre Kleidung. Auch wenn die Leichen in diesem Tempel meine Garderobe etwas einschränken. Was schert es euch? Warum dringt ihr hier ein? Wir suchen nach einem Mann namens Aurelion. Ah, der Name meiner jüngsten Gewandung. Sein Fleisch hängt etwas schlaffer ab. Aber die Kraft in seinen Knochen erinnert mich an meine Jugend. Und die Roben. Ich hatte ganz vergessen, wie sich Seide auf neu gewonnener Haut anfühlt. Was habt ihr Aurelion angetan? Betretet diesen Tempel und seht selbst. Was für eine lobenswert aufrechte Haltung. Euch könnte ich ganz sicher im Herbst tragen. Was Aurelion angeht, in ihm zeigt man sich am besten nur bei Voll- oder Neumond. Lasst Aurelion sofort frei. Ich bin das hier leid. Geht oder sterbt. Hier ist es einerlei. Lustigerweise habe ich hier gerade meine Zwillingsschwester gefunden. Diese Schutzzauber okay, sie schnell sieht brechen. Nicht ganz so hübsch aus wie ich. Ja, wir gehen rein. Das, was übrigens gesagt wurde mit dem Skorpion und dem, ich weiß nicht, was das andere gewesen ist, mit der Spinne, glaube ich, war es. Das ist etwas, was einen immer wieder begegnet. Und es sind irgendwie auch immer wieder die gleichen Symbole. Ja, und das sind die typischen Spieler, die an einen vorbeilaufen und einen nicht. Spinne webt ihr Netz um ihre Beute. Hallo, und bleibst du hier stehen?
So, geht doch. Warum auch immer die jetzt stehen geblieben ist, das weiß ich nicht. Warum ist der jetzt schon wieder da hier? Eieiei. Also normalerweise sind hier nicht so viele Skelette, komischerweise. Allerdings dafür weniger Leute. Jetzt sind mehr Leute da, die eigentlich die Skelette töten müssten. Und gleichzeitig aber auch weniger... Ich mache es jetzt mal genauso. Ich lasse den einfach hinterherlaufen. Weniger... mehr Skelette da. So. Durch ihre Beute. Ich werde den Schutzzauber unterbrechen. Nein. Och, Basti. Mann, wenn ich auf E drücke, um eine Urne zu untersuchen, will ich nicht mit dir reden. Greif's endlich. So. Hier sind eigentlich immer zwei Skelette davor, aber die hat auch gerade schon jemand erledigt. Dann gehen wir mal rein. So, hier gibt es noch was zu lesen und das solltet ihr euch gut einprägen. Ich bin mir gerade nicht sicher, in welcher Reihenfolge es war, ob von oben nach unten oder von unten nach oben. Wir fangen, glaube ich, aber mit dem kleinen Mond an. Das heißt, ich merke mir klein, voll, groß und leer. Mal schauen. Klein, voll, groß und leer. Nein, das war falsch. Der Kreislauf der zwei Monde scheint der Schlüssel zum Zerstören der Barriere zu sein. Ja, ist gut. Dann merken wir uns leer, groß, klein. Nee, Moment. Leer, groß, voll und klein. Leer, groß, voll und klein. Fangen wir mal hier an. Leer, groß, voll und klein. Groß. Voll. Und klein. Die Barriere wurde zerstört. Aber bevor wir weitermachen, muss ich mit euch sprechen. Als wir den Tempel betraten, hat das Skelett angedeutet, dass Rorelion in großer Gefahr sei. Ich werde nicht zulassen, dass mich vage Drohungen von meinem Meister fernhalten. Aber Rorelion ist zu wichtig, um ihn zu verlieren. Vielleicht sollten wir nachdenken, bevor wir handeln. Warum ist Rorelion so wichtig? Das Dominion vertraut auf Rorelion wegen seiner klaren Urteilskraft. Er hat zahlreiche Schüler in den Wegen der Magiker unterwiesen, darunter auch einige Berater der Königin. Seine Rolle in dieser Invasion ist von alles entscheidender Bedeutung für unsere zukünftigen Erfolge. Wenn ihm irgendetwas zustoßen würde. Ich werde tun, was ich kann, um Rorelion zu beschützen. Vielen Dank. Wir sollten weitergehen. Das ist aber auch ein blöder Name. Wir haben den trauernden Stein auf diesem Podest gefunden. Wartet! So große Ohren und ihr hört immer noch nicht zu. Vielleicht braucht ihr ein paar Veränderungen. Es gab eine Zeit, in der der Klang von Uldur den Schrecken Tausender bestimmte. Wer ist Uldur? Nun, das bin ich. Ich bin Uldur. Ich sehe schon, dass euch euer Dominion nichts über mein Volk lehrt. Ich sollte nicht über euer Unwissen klagen. Ihr Narren habt Jahrhunderte der Gefangenschaft beendet, als ihr den trauernden Stein entfernt habt. Was ist der trauernde Stein genau? Kümmert euch nicht um diesen verfluchten blauen Stein. Ich bin im Begriff, die volle Pracht und Herrlichkeit meiner Garderobe wiederherzustellen. Schaut euch Rorelion an. Was für eine Leuchtkraft. Ich könnte mehr wie ihn gebrauchen, aber für den feinsten Mantel muss man oft einen ganzen Ballen Seide vernähen. Lasst Rorelion sofort frei. Oh, ich glaube, ich werde ihn behalten. Zumindest so lange, bis mein Beschwörungsritual ihn aufgezehrt hat. Wisst ihr, Untote sind alle so. Fahlgelb. Aber ich bin gern bereit, mich in hunderte von schäbigen Lumpen zu hüllen, wenn ich dadurch nur an die farbenfroheren Gewandungen am Adlerstrand komme. Das kann ich euch nicht tun lassen. Dann ertränkt in einem Meer aus Knochen. Lasst Rorelion jetzt in Ruhe. Wir müssen das Beschwörungsritual. Es wird einen Moment dauern, den Zirkel zu schwächen. Haltet die Untoten von mir fern. Mach mal.
Hat sie schon? Okay. Auch schon durch. Perfekt. Eigentlich müsste sie einen Strahl machen, aber manchmal geht's schnell, manchmal geht's nicht schnell. Der Strahl ist anscheinend auch nicht angekommen. Gut, machen wir einfach weiter. Ein letzter Zirkel. Wir können es schaffen. Wir müssen es schaffen. Geht, hilft meinem Meister. Ich bin direkt hinter euch. Machen wir. Bleib zurück. Uldur, verschwindet aus meinem Körper. Jetzt. Ruhe. Niemand befehligt Uldur. Ja, und niemand ist schneller als Uldur. Ich weiß. So, komischerweise ist er jetzt vor mir. Nein, du sollst da nicht reinlaufen. So, hier haben sich ein paar Fledermäuse gestapelt. Ein paar tote Fledermäuse. Uldur, ich befehle es euch. Bei den Tränen der zwei Monde kehrt zu eurem Gefängnis zurück. Ach, das wird mich nicht lange gefangen halten. Ihr seid mit Gadwin verbündet, nicht? Deaktiviert diese Fallen, damit sie sicher zu uns gelangen kann. Trotz all meines Wissens war der Einfluss von Uldur auf mich vollkommen. Ohne euer rechtzeitiges Eingreifen wäre ich wenig mehr als eine Marionette. Seid ihr verletzt? Nur mein Stolz ist etwas angekratzt. Aber wir haben ein dringenderes Anliegen. Als Uldur meine Gedanken las, konnte ich auch seine lesen. Er hat vor, noch vor dem nächsten Morgengrauen Kenatis Rast mit einer Horde von Untoten zu überrennen und zu versklaven. Wie ist das möglich? Uldur war ein mächtiger Maorma-Zauberer, der gelernt hat, wie er seinen Geist von seinem Körper trennen kann, und zwar selbst noch nach dem Tod. Er kann hunderte von willenlosen Formen gleichzeitig tragen. Zum Glück kenne ich seine Schwäche. Was für eine Schwäche? Der endlose Wasservorrat des trauernden Steins hat den Geist von Uldur an seinen Körper gebunden. Als Ealzil den trauernden Stein aus dem Tempel entfernt hat, hat er damit Uldur befreit. Wieder einmal bedeuten die schlampigen Methoden von Ealzil beinahe meinen Tod. Wie können wir das Gefängnis von Uldur wieder instand setzen? Diese Edelsteine bündeln die Kraft des trauernden Steins. Uldur hat sie mich aus seinem Grabmal entfernen lassen. Ich schlage vor, dass Gadwin den trauernden Stein vom Adlerstrand zurückholt. In der Zwischenzeit können wir das Gefängnis von Uldur instand setzen. Ganz einfach. Was ist der trauernde Stein? Das Herzstück dieses alten Khajiit-Tempels. Nach der Schreckensherrschaft von Uldur gaben die Meereselfen ihn an die Khajiit, damit er zum Schlüssel für sein Gefängnis werden konnte. Bin ich in Gefahr, getragen zu werden? Nein, und genau deshalb müssen wir beide es sein, die das Grabmal betreten. Nachdem er euch durch meine Augen sah, schien er überzeugt davon, dass es ihn vernichten würde, euch zu tragen. Aus irgendeinem Grund fürchtet er euch. Wenn er mich nicht beeinflussen kann, sollte ich das Grabmal alleine betreten. Nein, wir müssen das Grabmal gemeinsam betreten. Obwohl er euch nicht tragen kann, könnt ihr euch mit seiner Magie dennoch mühelos auslöschen. Wir haben nur dann eine Chance, ihn zu besiegen, wenn wir seine Aufmerksamkeit unter uns aufteilen. Ich bin bereit, mich Uldur zu stellen. Meister, ich weiß, was ihr plant. Ich werde nicht zulassen, dass ihr euer Leben wegwerft. Aurelion will, dass Uldur ihn in Besitz nimmt. Sie werden beide für immer in diesem Grab eingesperrt sein. Aber so muss es nicht sein. Sperrt mich darin ein. Warum solltet ihr den Platz eures Meisters einnehmen? Aurelion ist zu wichtig für das Dominion, als dass er verloren gehen darf. Außerdem haben wir beide doch gesehen, wie sehr das Beschwörungsritual meinen Meister geschwächt hat. Mir gefällt das alles nicht. Bitte helft mir, Aurelion zu überzeugen. Ich werde mich gerne in diesem Grabmal einsperren lassen, um meinen Meister zu verschonen. Uldur ist eine Gefahr für die gesamte Insel. Ich muss mir erst die Meinung von Aurelion anhören, bevor ich eine Entscheidung fälle. Wir sollten uns beeilen. Uldur wird nicht lange gefangen sein. Gadwin möchte euren Platz im Grabmal einnehmen.
Ach, das ist Wahnsinn. Ich habe schon so viele Sommer erlebt. Meine größte Leistung war es, Gatwen zu jemandem aufblühen zu sehen, der meine eigenen Taten in den Schatten stellen wird. Nein, sie muss den trauernden Stein zurückholen. Wir beide sollten uns Uldor stellen. Ja, und wie ihr wisst, solltet ihr Alpha-Wölfin verfolgt haben, hasse ich es absolut, Entscheidungen zu treffen. Da ich diese Entscheidung aber schon mit etwa 50, 60 Chars getroffen habe. Ja, ihr habt richtig gehört, ich habe viele Chars erstellt und dann wieder gelevelt und dann wieder gelöscht und dann wieder neue erstellt. Auf jeden Fall habe ich diese Entscheidung bis auf einmal, glaube ich, wo ich mal wissen wollte, ob sich da irgendwas ändert, wenn man sich anders entscheidet, immer so getroffen, dass ich ihn eingesperrt habe. Deswegen, ich werde euch gemeinsam mit Uldor im Grabmal einsperren. Dann sollten wir keine Zeit mehr vergeuden. Ich bin bereit. Ihr könnt das nicht tun, Meister. Das Dominion wird ohne mich gedeihen. Es ist viel stärker, als es weiß. Dann sollte ich den trauernden Stein bergen. Leb wohl, Rorelion. Ich weiß. Was weiß er? Ihr, ich werde keine vergiftete Kleidung tragen. Ich habe noch einmal überlegt, was man mit vereinter Macht erreichen könnte, Uldor. Ich gebe mich freiwillig dafür hin. Ich wusste, dass die Macht euch verlocken würde. Sehr gut. Beeilung! Platziert die Tränen der zwei Monde auf den Podesten. Verdammter Narr! Ich werde eure Freundin in Asche verwandeln. Ihr werdet dieses Grab nicht lebend verlassen. Das meinte ich eigentlich nicht so wortwörtlich. So, also wie ihr seht, man muss hier nicht allzu viel machen, außer in der Gegend herumlaufen, zu den vier Ecken und da immer hier drücken. Also sprich, die Steine auf die Podest zu setzen. Im Prinzip kann nicht viel passieren, wenn man mehrfach hintereinander getroffen würde. Dieses Grab würde man halt kann sterben. Dich nicht für immer gefangen halten. Los, schnell. Ich spüre, wie die Schwäche von Uldor schwindet. Beeilt euch und berichtet Gatwen vom Erfolg des Plans. Aber trauert nicht um mich, Freundin. Ich habe ein nützliches Schicksal verdient. Nur wenige können das sagen. Was wird mit euch geschehen? Uldor wird mich am Leben erhalten. Lieber ein lebender Körper als ein staubiges altes Skelett, schätze ich. Ich hatte immer gehofft, einmal mehr Zeit zum Meditieren zu haben, aber so hatte ich mir das nicht vorgestellt. Lebt wohl, meine Freundin. Ihr seid ein Vorbild, nach dem alle im Dominion streben sollten. Lebt wohl, Rorelion. Ja. Und wir müssen wieder einen zurücklassen. Gut, streng genommen ist er nicht gestorben, verschwunden, was auch immer. Allerdings wurde er halt eingesperrt. Es ist geschafft, nicht wahr? Rorelion ist da drinnen mit dem Monster eingesperrt. Rorelion hat jeden auf dieser Insel gerettet. Vergebt mir. Uldor durfte nicht frei auf dieser Insel herumlaufen. Es musste etwas getan werden und ihr hattet die Stärke, das zu erkennen, was ich nicht zu erkennen vermochte. Was werdet ihr jetzt tun? Ich werde dafür sorgen, dass der trauernde Stein jederzeit gut bewacht wird. Ich sollte einen vollständigen Bericht verfassen, damit das Dominion die Bedrohung begreift, die die Fähigkeiten von Uldor darstellen. Was ist mit Rorelion? Es bringt nichts, über die Vergangenheit zu klagen. Rorelion lebt und das bedeutet, dass es noch Hoffnung gibt. Er ist ein großer Mann, ein guter Mann. Es schert mich nicht, wie lange es dauert. Ich werde einen Weg finden, ihn von diesem Monster zu befreien. Ja, und wir haben den trauernden Bogen erhalten. Vergebt mir. Ihr habt so viel getan, um einer Fremden zu helfen. Das werde ich euch nicht vergessen. Ich kann ein Portal zum Tempelhof öffnen, wenn ihr wollt. Das würde ich sehr zu schätzen wissen. Bitte sehr. Beeilt euch, es bleibt nicht lange offen. Das ist gelogen und deswegen werde ich jetzt erstmal meine
Stufenbelohnung beanspruchen. Das lassen wir jetzt erstmal außen vor und gehen dann durchs Portal. So, da wir jetzt 20 Minuten haben, aber die Quest, die ich jetzt gerne noch machen würde, nicht so lange dauert. Und ja, das Einzige, was wir danach noch haben, nur noch die Main-Story hier drin ist, würde ich sagen, dass ich mich ganz schnell nach hier oben bewege, zum bittersüßen Mondzucker nach Hasaks Loch. Und dass wir da ganz schnell noch die eine Quest machen werden in dieser Folge. Bis gleich. So, und wir sind nun bei der Questgeberin angekommen. Und zwar ist das Tulana. Habt ihr Kari gesehen? Er ist verschwunden. Wer ist Kari? Er ist der Sohn von dieser. Als Karis Vater dem Skoma erlag, hat er geschworen, sich an den Verantwortlichen zu rächen. Wer trägt die Verantwortung? Schmuggler und Skoma-Händler, die man die Kreuzbaumbanditen nennt. Sulana sah, wie ihr Sohn von Banditen gefangen und in Hasaks Loch gebracht wurde. Diese hat versucht, ihn zu befreien, aber man hat sie davongejagt. Vielleicht habt ihr mehr Glück. Ich werde euren Sohn finden. Durchsucht Hasaks Loch. Es muss dort drin eine Spur von Kari geben. Wer ist Hasak? Ein übler Skoma-Händler. Hasak zerstört mit seinem Dreck ganze Familien und zieht große Krieger in den Schmutz. Gut, was Goma ist, haben wir ja schon gehört. Erzählt mir mehr von euren Sohn. Kari hat noch nicht gelernt, dass Furcht und Hass das Urteilsvermögen beeinträchtigen. Sulana sagte ihm, dass es töricht wäre, auf Rache zu sinnen. Aber er ist ein Junge und die haben bekanntlich wichtigere Dinge zu tun, als auf ihre Mütter zu hören. Ja? Was ist eurem Mann zugestoßen? Er hat sich bei einem schlimmen Unfall den Rücken ruiniert. Er nahm Skoma, um die Schmerzen zu lindern. Und es hielt ihn aufrecht, machte ihn aber auch zu seinem Sklaven. Nach Jahren des Missbrauchs ist er zu einer leeren Hülle verfallen, zu einem fahlen Abbild seiner selbst. Ja, die typische Reaktion auf Drogenmissbrauch halt. Dann werden wir mal schnell hier rein und Kari retten. Hier rechts, wo das so lila markiert ist, da ist, glaube ich, hin und wieder mal so ein, wie nennt sich das, so ein Diebesgut. So ein kleines Kästchen mit Diebesgut drin. Hinfort, Banditin. Dieser wird niemals mit Hasak zusammenarbeiten. Ich bin keine Banditin. Eure Mutter hat mich gebeten, euch zu retten. Mutter hat euch geschickt? Ah, es ist gut, dass sie mich hier nicht so sieht. Verschnürt wie einen Festtagsbraten. Die Banditen waren eine größere Herausforderung, als ich erwartet hätte. Sie hätte ja schon ein paar töten können, als sie die Höhlen ausgespäht hat. Aber nein, ständig muss sie mich auf die Probe stellen. Was meint ihr damit, als sie die Höhlen ausgespäht hat? Ihr dachtet, sie wäre nur eine arme, jammernde Witwe. Ha, Mutter ist nicht das, wonach sie aussieht. Sie hat mich ermahnt, erst einmal abzuwarten und alles genau zu beobachten, ehe ich mich Hasaks Loch nähere. Ich habe noch viel zu lernen. Sagt mir, was hier vor sich geht. Ich habe versucht, im Gedenken an meinen Vater Vergeltung zu üben, aber ich wurde dabei von Banditen gefangen. Mutter sah, wie ich gefangen wurde und hat euch zur Unterstützung hierher geschickt. Als nächstes macht ihr mich los und wir töten Hasak für seine Verbrechen. Ganz einfach, seht ihr? Ich bin hier, um euch zu befreien und nicht um Hasak zu töten. Und wenn ihr mich dann befreit, werde ich alleine gegen Hasak kämpfen und wahrscheinlich dabei sterben. Hasak wird noch mehr Familien mit Skoma vergiften. Dann schwört der nächste Rache, wird von Banditen gefangen und wartet in dieser Höhle auf seinen Tod. Oder wir töten Hasak. Immer noch alles ganz einfach, ja? In Ordnung. Ich helfe euch, Hasak zu töten. Gut, nun löst meine Fesseln, damit wir nach dem Schlüssel zum Versteck von Hasak suchen können. Ein Hieb, ein Schlag, ein Stich und fertig. Ich werde euch losbinden. Ich bin frei und stehe in eurer Schuld.
Ja, das sollte so sein, dass er frei ist, wenn man ihn losbindet. Ich weiß zwar nicht, warum der Typ hier so rumschleicht. Ihr habt nicht den Willen dazu, aber ich, Welpe. Euch zu unterschätzen, war ihr letzter Fehler. Die Mutter es aufnehmen wird. Ja, wie Mutter es aufnehmen wird, das werden wir gleich hören. Haben wir hier noch irgendwas Schönes, was wir einsammeln können? Schnell schauen. Nee, ich glaube, so ist nichts mehr. Schwuppdiwupp, du hast mich nicht gesehen. Hui. Eigentlich seltsam. Ich weiß nicht, ob die Helden damals auch immer alles mit ihren Klamotten gemacht haben und die jahrelang angezogen haben und nie gewechselt haben. Ich hoffe doch mal, dass sie zumindest die Unterwäsche mal gewechselt haben. Was habt ihr getan? Kari und ich haben Hasak getötet. Dann habt ihr geschafft, was ich nicht konnte. Mein Mann ruht nun bei den Ahnen, frei von dem Skoma, dessen Sklave er geworden war. Hasak war euer Mann? Kari hat seinen eigenen Vater getötet? Als Hasak das Skoma leidenschaftlicher in die Arme schloss als mich, habe ich ihm jede Möglichkeit gegeben, seine Freiheit zurückzuerlangen. Aber Skoma-Händler sind Sklavenhändler des Geistes. Als Hasak ein Geschäft aus seiner Sucht machte, gab es kein Zurück mehr. Wie habt ihr all diese Schmuggler getötet? Ich habe sie erst mit Giftpfeilen gelähmt und dann mit einer Klinge erledigt. Ich habe zu jedem von ihnen gesprochen, ehe ich ihm die Kehle mit einem Sichelmund zierte. Diese klauenlosen, glattrasierten hatten es dafür, dass sie Karis Vater in ihre schmutzigen Geschäfte hineingezogen haben, nicht anders verdient. Warum habt ihr nicht geholfen, Hasak zu töten? Ich habe die Inbrunst der Monde in euch bemerkt und euch ausgesandt, um Kari zu helfen. Das ist auch Hilfe, ja? Aber ich würde gerne wissen, wie mein Sohn sich gegen Hasak geschlagen hat. Hat er tapfer gekämpft, wie er es gelehrt wurde? Kari hat gut gekämpft. Wir haben Hasak gemeinsam besiegt. Dann lernt Kari, sich Verbündete zu suchen, anstatt auf eigene Faust loszuziehen. Er zeigt mir, dass er bereit ist. Mit etwas Zeit und Übung wird er seinen Ahnen Ehre machen. Wer seid ihr beiden genau? Azir Trajijaseri. Wir nehmen mit Gewalt, was uns zusteht. Beim Tanz der zwei Monde studieren wir den schmalen Grat zwischen Gerechtigkeit und Rache. Wir schulen uns darin, stets den Unterschied zu erkennen. Genießt euer Leben, Wanderin. Man weiß nie, wann einem die, die man liebt, aus den Händen gleiten. Und wir erhalten eine mittlere Weste von Rüstung des Auszubildenden. Kari, ihr habt getan, wozu Mutter nicht in der Lage war. Ja. Ich habe getan, was ich für richtig hielt, um die Ehre unserer Familie wiederherzustellen. Ihr habt euch unseres Namens als würdig erwiesen. Versteht ihr? Ja, Mutter. Ich werde unter den zwei Monden tanzen, wie ihr mich gelehrt habt. Dann müssen wir eure Ausbildung abschließen. Ja, können wir die vielleicht etwas leiser abschließen? Das wäre schön. Und weg sind sie. Na endlich. Ja, wir haben jetzt nur noch den Rest der Hauptstory hier auf der Insel. Deswegen machen wir jetzt hier erstmal einen kleinen Cut. Damit ist die Folge vorerst beendet und in der nächsten Folge von The Elder Scrolls Online, also sprich von diesem Let's Play, werden wir dann mit der Hauptstory weitermachen, oben im Norden der Insel. Und ja, je nachdem wie lange das Ganze dauert, das eventuell in zwei Teile aufteilen. Ansonsten werden wir auf jeden Fall damit dann die Story hier beenden. In der nächsten oder vielleicht eben auch übernächsten Folge. Ich sag dann einfach mal, ich freue mich auf euch und bis zur nächsten Folge. Ciao!